Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Packs Trader. Heute habe ich wieder mal ein paar Sticker-Tüten für euch am Start. Überwiegend die Gratis-Tüten. Macht ja nichts, da können auch sehr gute Sticker drin sein. Insgesamt habe ich hier für euch 6 am Start. Eine gekaufte für 60 Cent, bei Penny gibt es die natürlich nur. Das finde ich sehr schade. Hätte man auch eigentlich überall im Handel geben können. Die gekaufte mache ich als erstes auf. Und ja, bald wird auch ein Sticker-Mappen-Update kommen oder Sticker-Album-Update. Und ja, hier haben wir die ersten paar 5 Sticker. Nämlich hier haben wir die rechte Seite vom Mannschaftsfoto von VfB Stuttgart. Sticker Nummer 247. Dann haben wir Dennis Krupke von Braunschweig. Sticker Nummer 46. Dann haben wir den brasilianischen Innenverteidiger von Schalke 04, Felipe Santana. Sticker Nummer 233. 81 Tempo bei FIFA 14 Ultimate Team als Nebeninfo. Dann haben wir als nächsten Spieler den kroatischen Stürmer von VfL Wolfsburg, Ivica Olic. Sticker Nummer 271. Dann haben wir hier den österreichischen Linksverteidiger vom FC Bayern, vom Rekordmeister David Alaba, Sticker Nummer 204. Schöner Pull, Alaba habe ich auf jeden Fall noch nicht. Finde ich sehr schön. Dann machen wir hier mit den ersten Gratis-Tütchen aus. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal Tobias Werner von Augsburg, Sticker Nummer 12. Dann haben wir Yassine Lukimia von Werder Bremen. Sticker Nummer 53. Dann haben wir Gelson Fernandes von Freiburg. Sticker Nummer 102. Und Kevin Volland. Mit der Sticker Nummer 151. Ich sehe schon wieder, der Autofokus ist wirklich schon wieder sehr schlecht. Ich muss wirklich in der nächsten Zeit eine neue Kamera holen. Das zeige ich, glaube ich, schon jedes Video. Unser nächster Sticker ist John Anthony Brooks von Hertha BSC, Sticker Nummer 23. Auch wieder sehr guter Pull auf jeden Fall, weil ich von Hertha Hoffenheim noch ganz wenig habe. Upsala, dann sind sie umgeflogen. So, zweite Gratis-Päckchen, insgesamt das dritte Päckchen, was wir hier öffnen. Und da sehe ich hier wieder einen Hertha-Spieler. Sehr schön, dass das auf jeden Fall. Haben wir Sebastian Langkamp vom Hertha, ja vom Hertha, von Hertha BSC, Sticker Nummer 20. Und ihr habt schon auch gesehen, genau hier Marco Reus, den habe ich auf jeden Fall noch nicht. Richtig geiler Sticker, Marco Reus vom BVB, Sticker Nummer 75. Dann haben wir Hakan Calhanoglu vom HSV, Sticker Nummer 116. Dann haben wir Philipp Wolschert, mein erster Leverkusen-Spieler, da habe ich wirklich noch keinen einzigen Sticker. Aber jetzt ist es endlich soweit. Sticker Nummer 155. Und da haben wir Gerd Müller mit 365 Toren. Habe ich jetzt doppelt. Also wer es sich dafür interessiert, wo er den Sticker noch braucht. 277 ist die Sticker-Nummer. Sollte sich schleunigst bei mir melden. Ich weiß nicht, wie lange er hier noch bei mir ist. Deswegen, ja. Das gibt's doch nicht. So, drei Tüten bleiben mir noch übrig. Und da haben wir hier das Mainz-Logo. Oh, danach kommt gleich das Gladbach-Logo. Sehr schön. Dann haben wir hier Jan Schlaudraff mit der Sticker Nummer 237. Dann Martin Harnik vom VfB Stuttgart mit der Sticker Nummer 255. Und die linke Seite vom Mannschaftsfoto vom 1899 Hoffenheim. Mit Sticker Nummer 141. Schöner Pull, zwei glänzende Sticker. Immer schön anzusehen. Unser nächstes Päckchen hier. Haben wir Timothy Schandler oder Schindler. Echt, ja, Schindler würde auf jeden Fall ausgesprochen. Sorry. Nürnberg spielt er. Sticker Nummer 220. Dann haben wir Domi Kumbela vom Braunschweig. Was sage ich denn hier mal? Von Braunschweig mit Sticker Nummer 47. Dann haben wir Hannover 96 Wappen. Dann haben wir Timo Werner von VfB Stuttgart.
Sticker Nummer 253, Autofokus. Mach doch mal. Das gibt's doch nicht, eine Lappenkamera hier. So, jetzt endlich. Es dauert hier mal ein paar Sekunden, aber... ich hoffe mir, ihr könnt das mir verzeihen, weil in nächster Zeit werde ich mir auf jeden Fall eine bessere Kamera holen. Das ist auch die Qualität alles besser. Ich hoffe mal, dass es natürlich dann noch mehr Spaß macht beim Zuschauen. Ich denke mal, es macht ja so schön Spaß, hier zuzuschauen. Es macht mir auch sehr viel Spaß, diese Videos zu drehen und für euch zu kommentieren und live natürlich zu kommentieren. Ja, Sticker Nummer 231, hier die linke Seite vom Schalke-Foto. Ja. Und natürlich kann ich mich jetzt hier gleich mal bedanken für mittlerweile 660 Abonnenten. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube aber schon. 660 Abonnenten circa. Richtig genial, Leute. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Und bei 750 Abonnenten wird wieder ein Spezialvideo kommen. Also ein Abonnenten-Spezialvideo, wo ich wieder was verlose für euch. Also, darauf könnt ihr euch schon freuen. Und Let's Plays sind auch bald wieder am Start. Ja, FIFA 14 und demnächst auch Battlefield 4. Darauf könnt ihr euch auch freuen. Und ja, hier die letzte Stickertüte hier für diese Serie, für dieses Opening. Da haben wir auf jeden Fall Josip Drimić von Nürnberg. Ich glaube, der ist bei der Torjägerliste ganz oben mit dabei. Sticker Nummer 225. Dann haben wir Deniz Dugan von Braunschweig. Sticker Nummer 40. Und dann haben wir noch Sebastian Pokognoli von Hannover. Ich glaube, der ist als Nationalität Belgier. Ich bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Sticker Nummer 128. Dann haben wir Maximilian Arnold. Sticker Nummer 268. Und Mario Mandzukic, der Kroate vom FC Bayern München. Sticker Nummer 211. Ja, Leute. Ich hoffe, es macht euch natürlich wieder Spaß, hier mein Video zuzugucken oder zuzuschauen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch den Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es heißt Text Raiders am Start. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Haut da rein, Leute. Euer Text Raider. Ciao.